Das ist der Aufgang zu der wunderschönen Hildebrandorgel hier in Langhennersdorf von 1722. Lustig an der Geschichte hier ist, es ist ja eigentlich eine Silbermann-Orgel, denn der junge Hildebrand kam ja direkt, es ist ein Meisterstück hier, ne, aus der Silbermann-Werkstatt und hat diesen wunderschönen, schnarrig, hellen Silbermann-Klang. Das ist ja kein Barockklang, das ist dieser typische, ich weiß nicht, edle, direkte, sonore Silbermann-Klang. Hier gebaut. Der Unterschied ist halt, er hat die Zunge noch beledert, der Hildebrand, sodass es weniger schnarrig und dafür sonoriger ist. Ansonsten hat er wirklich das umgesetzt, was sein Chef ihm beigebracht hat. Hildebrand war so begabt, also der Silbermann war total begeistert von diesem Zacharias und hat ihn während der Lehrjahre sogar bezahlt, anstatt umgekehrt. Und hat gesagt, das ist sein bester Schüler und so weiter. Ne? Später wurde der sogenannte beste Schüler dann sein undankbarster Schüler, weil der gute Hildebrand sich nicht an den Vertrag gehalten hat. Er sollte eigentlich Sachsen verlassen und einen anderen Ort suchen, wo er Geld verdienen kann mit seinen Orgeln, um eben nicht in die Quere zu kommen, damit man sich nicht gegenseitig die Aufträge wegschnappt. Und Silbermann hat das auch nicht böse gemeint. Silbermann hat ja selbst so einen Vertrag unterschrieben bei seinem Bruder im Elsass. Und Hildebrand aber hat in dieser Kirche sogar noch geheiratet, wo er hier den Auftrag für seine erste Orgel bekommen hat. Und hat ein Jahr später schon bei Leipzig in Störmtal eine weitere Orgel gebaut und sich damit nicht an den Vertrag gehalten. Und Silbermann hat ihn dann verklagt und es gab einen riesen Rechtsstreit, den Hildebrand verloren hat. Und dann musste er 4% von seinem Gewinn abgeben an Silbermann, wenn er hier weiter bauen will. Das hat natürlich der Hildebrand nicht lange durchgehalten und flüchtete dann in Richtung Sachsen-Anhalt und hat dann dort tolle Orgeln gebaut. Aber die Geschichte hat ein Happy End. Denn Hildebrand baute dann in Naumburg seine größte Orgel und abgenommen hat diese Orgel dann tatsächlich der gute Silbermann und Bach. Bach war ja sowieso schon begeistert von Hildebrand, weil Hildebrand jetzt nicht ganz so der alte Zopf war. Ist lustig, Bach hat den Silbermann als alten Zopf gesehen und später hat man dann Bach als alten Zopf gesehen. Für mich sind beides eigentlich keine alten Zöpfe, aber ich verstehe, was gemeint ist. Und Hildebrand war nun wirklich kein alter Zopf und hat sozusagen schon die Ideen von Bach, was Umfang und Klang und vor allem, was die Stimmung anging, umgesetzt. Deswegen kam Bach mit Hildebrand besser zurecht und hat auch die Orgel in Störmtal, was ja dann später zum Rechtsstreit führte, super gelobt. Naja, und Bach und Silbermann kamen dann nach Naumburg und haben dann Hildebrands Orgel abgenommen. Der muss ja wirklich geschwitzt haben unter dieser Konstellation. Und da haben die sich alle wieder versöhnt. Ist das nicht nett? Und Hildebrand hat gesagt, boah, also du bist doch nicht der undankbarste Schüler, du bist doch der beste Schüler, den ich je hatte. Das ist doch schön.